Hier, verehrte Zuschauer, ist wieder Eindhoven und Sie werden direkt hineingeführt in die brodelnde Atmosphäre des ausverkauften Philipsparkstadions. Die Magdeburger Mannschaft hat Anstoß von rechts nach links und man braucht wohl kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass uns hier noch heiße 45 Minuten bevorstehen werden. Es bleiben die Fragen, kann Magdeburg dem Tempostil der PSV 11 Paroli bieten für die gesamten 90 Minuten? Können spielerisch gute Ansätze im gegnerischen Drittel mit mehr Präzision und Biss abgeschlossen werden? Und zum dritten wohl, können die Ballverluste, vermeidbare Ballverluste, in Grenzen gehalten werden? Sie kennen die Lage, aufgrund der Auswärtstorregel würde den Magdeburgern eine 1:2 Niederlage hier in Eindhoven zum Weiterkommen reichen. Aber es sind noch mindestens 44 Minuten zu spielen. Und Eindhoven ist bekannt für seine Heimstärke hier im Stadion. Van der Keulen. Und zum wiederholten Male zeigt Dirk Heine, der 20-jährige Schlussmann, seine Veranlagung in dieser hochwichtigen UEFA-Cup-Partie. Steinbach und Tüll in der ersten Halbzeit im Mittelfeld, vielleicht stärker als Pomarenke. Schön gemacht von Steinbach. Dieser Mut zum Risiko, zum Dribbling in den gegnerischen Strafraum, kann immer einen Strafstoß für die Magdeburger Mannschaft mit sich bringen. Van der Keulen, die Seele der Mannschaft des PSV. Zentimeter genaue Pässe. Freistoß für die Magdeburger Mannschaft. Der man von ganzem Herzen in dieser Stunde erwünscht, dass sie sich kollektiv steigern kann. Hoffmann. Ja, das sind derartige, teilweise unnötige Ballverluste, die man vermeiden muss. Das ist leicht gesagt, aber in Anbetracht der schwierigen Lage hier eben unbedingt nötig. Philipp van de Kerkhoff. Van der Keulen. Die Attacke auf Heine wird geahndet. Freistoß für die Magdeburger Mannschaft. Aus dem eigenen Strafraum heraus. Heine mit einigen sehr guten Paraden. Zapp mit resolutem Dazwischenfahren. Aber Decke und Segeln doch in allen Phasen nicht so sattelfest, wie man sich es vielleicht wünschte. Van Kraaij. Jetzt muss einer das Zepter in die Hand nehmen, muss Ruhe ins Spiel bringen. Gut gemacht von Tüll.
Becker auf August. Hoffmann, Steinbach. Eingeklemmt. Man kann nur hoffen und wünschen, dass der Gastgeber dieses angeschlagene Tempo nicht über die volle Distanz durchstehen kann. Pomarenke. Grenzen wir den Körper dazwischen, schiebt Steinbach. Außen läuft August. Sparwasser. Hoffmann. Hörer hat hier völlig zu Recht gepfiffen. Hoffen und wünschen wir, dass dem Magdeburger Mittelfelddirigenten nichts Ernsthaftes passiert ist. Pomarenke steht wieder. Alles jetzt in der Hälfte wieder von Magdeburg. René van der Kerkhoff. Van der Keulen. Decker. Stopp verfehlt. Und Seguin rettet hier. Ja, Rückzieher Mann, so hoch das Bein von Libero van Kai, Freistoß. Aber diese bedrohlichen Momente, diese Gefahrenherde entstehen auch dadurch, dass die beiden Spitzen, Streich und Hoffmann, die natürlich weite Wege zurücklegen müssen, sich nur wenig in der Spitze postieren können.
René van der Kerkhoff und Draugott. Herrliches Direktspiel, Till Steinbach. Steinbach-Till, vielleicht die auffälligsten Akteure bei der Magdeburger Mannschaft, die für Tempo sorgen, die für schnelles, direktes Spiel verantwortlich zeichnen. Vom Recken auf Sparwasser. Raugus. Und vom Renke. Eckstoß für die Magdeburger Mannschaft. Und diese Freistoßausführung zeigte doch, dass die Magdeburger Mannschaft aus dem Hinspiel gelernt hat. Keine hohen Bälle in den Strafraum, wo Männer mit Gardemaß darauf warten, sie abzuköpfen. Der Ball wurde flach gespielt zu Sparwasser. Das Resultat Eckstoß, Steinbach. Auffallend, zweifellos bisher in dieser Partie, dass beide Mannschaften ein enorm hohes Tempo gehen. Und dass die Magdeburger Mannschaft ihr Versprechen bisher eingelöst hat, hier zu versuchen, den eigenen Stil zu finden. Alle Freistöße sind gefährlich, weil auch alle Abwehrspieler mit nach vorn kommen, wie hier Libero van Kai. Unten an der Seitenauslinie Detlef August. Mit Magdeburg
Mannschaftsarzt Dr. Wallstab. Und auf der anderen Seite hat offenbar Klaus Decker einen Wadenkrampf und ist vielleicht beim Zweikampf auch noch verletzt worden. Die Magdeburger momentan mit 10 Spielern auf dem Feld. Raugus steht immer noch an der Seitenauslinie. Trainer Klaus Obanschik ist bei ihm. Kerkhoff. An Zapp bisher kaum ein Vorbeikommen. In diesem Auswärtsspiel, wo die Bälle, wo die Angriffe auf ihn zukommen, gewohnt stark. Fehler von Seguin. Ja, die 27.000 hier im Philipspark-Stadion, die hoffen und warten natürlich auf ein drittes Tor. Ein 3:1 würde dem PSV Eindhoven ja eine Runde weiterbringen. Van der Keulen. Siebzehn Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. 2:1 Führung für den PSV. Van der Keulen. Ja, Schiedsrichter Böhre ahndet vorher das Festhalten von René van der Kerkhoff. Bei Zapp Freistoß für die Magdeburger Mannschaft. Man wünschte sich, dass noch solche Konterzüge gelingen, wie in den ersten 45 Minuten, um die Abwehr zu entlasten. Denn unter Dauerdruck der Zuschauer, das wissen Sie alle selbst, entstehen natürlich weit, weit mehr Fehler. Und denen kann man nur entgehen, wenn man das eigene Spiel versucht zu gestalten mit möglichst wenigen Fehlpässen. Libero van Kraay, neben den beiden Zwillingsbrüdern René und Willy van de Kerkhoff, derzeit Stammnationalspieler in einer Mannschaft, die natürlich mit Jan van Beveren und Willy van der Keulen weitere Nationalspieler in ihren Reihen hat. Das
Fahne des Linienrichters war oben. René van der Kerkhoff im Abseits. Aber Eindhoven versucht jetzt mit allen Mitteln die Bälle hoch in den Strafraum der Magdeburger hineinzuschlagen, um die eigene Kopfballstärke und Gefährlichkeit zu nutzen. Ja, das war nicht die feine Art von Willy van der Kerkhoff, der hier den Ball Axel Söhl an den Kopf warf in einer Partie, die bisher, das kann man wohl sagen, trotz der Bedeutung im Großen und Ganzen fair verlaufen ist. Van Kreij. Schade, dass Hoffmann hier nicht in der Lage war, den Ball noch in den eigenen Reihen zu halten, nach diesem vielversprechenden Zug über Pommerenke-Steinbach. Es wird jetzt eine ganz kritische Phase für die Magdeburger anbrechen. Das deutet sich, glaube ich, an. Überlegt von Zapf nach außen geköpft. Und Pommerenke kann dann selber Luft schaffen. Und jetzt erwacht sie auch wieder das Publikum im Philipspark-Stadion. Und René van der Kerkhoff. Seguin kann ihn bremsen. Brandt. Kreij. Gefährliches Spiel von Lübze, Freistoß für die Magdeburger Mannschaft. Minuten hier noch zu spielen im Philipspark-Stadion und die Magdeburger versuchen sich gegenseitig aufzumuntern, wie Decker hier Steinbach, denn in diesen 20 Minuten bedarf es noch einer großen Energieleistung. Hier muss jeder versuchen, noch alles zu geben und daran ist wohl nicht zu zweifeln. Pommerenke und Tor! Pommerenke Tor! Das kann das Weiterkommen sein!
Jürgen Pomerenke fasst sich ein Herz und in dieser Spielertraube wird er begraben. Er überrascht damit Jan van Beveren und erzielt in der 25. Minute der zweiten Halbzeit das hochwichtige 2:2. Jetzt ist es klar, der PSV Eindhoven muss erneut die Verfolgung aufnehmen. In doppelter Hinsicht, er muss mit 2 Toren Differenz gewinnen. Ein Tor, das in einer psychologisch hochwichtigen Phase kam, als die Magdeburger nahezu völlig eingeschnürt waren und man nur zu sporadischen Gegenattacken fand. Willi van de Kerkhoff. Und erneut Erle Brandt, der Vorstopper. In der 73. Minute ist es erneut der kopfballstarke Vorstopper Erle Brandt, der den PSV mit 3:2 in Führung bringt. Leider büßt damit der FC Magdeburg zum zweiten Male binnen kürzester Frist ein gutes Resultat nicht ein, aber verschenkt es etwas. Und wenn sich hier die Gemüter etwas erhitzen, dann ist es angesichts der Bedeutung dieses Treffens wohl doch zu verstehen. Steinbach, Hoffmann, Minuten noch. Jan van Beveren hat es eilig. Reich. Und sofort erwacht auch hier wieder das Publikum. Willi van de Kerkhoff. René van de Kerkhoff, Dekas und Heiner. Ja, Hoffmann stand zumindest auf gleicher Höhe. Eine Viertelstunde noch, werte Zuschauer. 3:2. In Magdeburgern wird am heutigen Abend hier wohl die härteste Belastungsprobe in dem bisherigen UEFA Cup Auswärtstreffen abverlangt.
Van Kaier Portfried, den Außenverteidiger. Hier haben Sie die Uhr eingeblendet, 14 Minuten noch. 14 Minuten muss der 1. FC Magdeburg hier noch überstehen. Wenn er dieses Resultat halten könnte, dann wäre er in der nächsten Runde im Halbfinale. Und sehr gut gedacht von Till. Bravo, Dirk Heine, der an diesem heutigen Abend schon mehrere Glanztaten vollbracht hat. Fortblieb, Lübse. Anspiel von Lübse, keine Frage. Freistoß für die Magdeburger Mannschaft. Wertvolle Sekunden. Van der Keulen auf Portfried. Van der Keulen. Kreis. Zweifache Torschütze Brandt. Grenzen von Raugus, Pommerenke im Bedrängnis gesichert. Hoffmann. Hoffmann muss auch mal den Zug nach vorn wagen, meine ich. Denn so wird es gefährlich und kompliziert. Hörer ist an Ort und Stelle. Hörer, der bisher ziemlich souverän die Partie in seinen Händen hat. Van der Keulen. Und wieder Ernie Brandt. August muss wie ein Luchs aufpassen, damit ihm René van de Kerkhoff nicht entwischt. Und man kann nur sagen, gut, dass so ein spielerisch begabter Mann wie August bei René van de Kerkhoff ist und damit auch die Foulquote in engen Grenzen gehalten wird. Er bekämpft sie mit spielerischen Mitteln, den Außenstürmer des niederländischen Tabellenführers. Neun, acht Minuten noch. 3:2 für den PSV. René van de Kerkhoff. Steinbach.
Hoffmann, Streich. Hoffmann, auf der linken Seite läuft Steinbach, sieht er ihn? Ja, aber dann ein schlechter Pass. Seguin und Großtat von Dirk Heine, der diesen Fehler von Paul Seguin wettmacht. Der Kopf und Kragen hier riskiert. Und Schiedsrichter Wörer bedeutet auch sofort, dass die Betreuer, dass Masseure und Arzt auf das Spielfeld kommen können. Jetzt gilt unser ganzes Daumendrücken, dass Dirk Heine hier weiter im Tor der Magdeburger stehen kann. In den letzten verbleibenden 7 Minuten, die noch heiß, ganz gewiss noch hektisch hier werden können. Und Dirk Heine steht. Akers, Brandt. Van der Keulen. Kreisch. Stevens. Alles jetzt in der Hälfte der Magdeburger Mannschaft. Dakers. René van der Kerkhoff. Wieder ein wenig Zeit, sich zu formieren, nach vorne aufzuschließen. Komm, Renke, da kommt Hüll. Hüll mit einer großartigen Leistung am heutigen Abend, genauso wie Steinbach. Van der Keulen. Exakt noch 5 Minuten zu spielen, aber es wird ganz wahrscheinlich noch von Schiedsrichter Wörer vielleicht 1 oder 2 Minuten noch nachgespielt werden. Pommerenke, die Magdeburger mobilisieren die letzten Reserven. Außen läuft Decker lang. Hat er die Kraft, in den Strafraum zu gehen? Aber der Konter schafft Luft. Bringt die Magdeburger aus der eigenen Zone heraus und das ist äußerst wichtig. 3:2 der Stand, 4 Minuten vor dem Ende dieser Begegnung und das würde bedeuten, dass die Magdeburger im Halbfinale wären. Aber noch sind 4 Minuten zu spielen. Willi van der Keulen.
Lübse. Und Dekas. Und keine. Duett der beiden torgefährlichsten Stürmer beim PSV. Dreieinhalb Minuten noch. Van Krij. Streich. Streich versucht jetzt die nach vorn preschenden Verteidiger zumindest im Lauf nach vorn etwas einzuengen. René van de Kerkhoff. Kortfließt. Van der Keulen und Dirk Heine. Aufatmen, wenn dieser junge Mann mit der Ruhe eines Routiniers die Bälle an sich zieht. Drei Minuten noch. Dekas. Und wieder steht Brand bereit. Eckstoß für den PSV. Sekunden mit Atem anhalten. Hoffmann rettet. Dekas. Und zwei Minuten vor dem Abpfiff erzielt Lübse das 4:2. Mit der Nummer 6. Und damit wurde das unaufhörliche Drängen, das ständige Anrennen der Eindhovener Mannschaft kurz vor dem Ende doch noch belohnt. Es ist zu bezweifeln, ob die Magdeburger Mannschaft nach diesem dramatischen Kampf, nach diesem Aufbegehren und über weite Strecken des Spiels auch guten spielerischen wie kämpferischen Leistungen in diesen Schlussminuten noch einmal in der Lage ist, zurückzuschlagen. Und jetzt ist verständlicherweise hier im Stadion im Philippspark Hochstimmung. Die Zuschauer wähnen ihre Mannschaft bereits im Halbfinale. René van de Kerkhoff. Und kurz vor dem Ende des Spiels muss man vielleicht auch sagen, dass der PSV Eindhoven um diesen einen Deut in der Gesamtwirkung vielleicht auch stärker war. Decker. Steinbach, der wie Tüll ein großes Spiel hier gemacht hat.
Fahrwasser. Erreichte leider nicht ganz die Wirkung der besten Spieler. Und Van Beveren vor Tüll. Das Spiel ist aus. 27.000 jubeln. Der PSV Eindhoven ist im Halbfinale des UEFA Cups. Aber dem 1. FC Magdeburg kann man konzidieren, dass er hier eine großartige spielerische und kämpferische Leistung geboten hat. Allerdings die Legende nicht zerstören konnte, dass der PSV Eindhoven hier in seinem Stadion doch schlagbar ist. Damit, verehrte Zuschauer, geben wir zurück ins Studio nach Berlin, Adlershof.